Wir machen heute zusammen, passend zum Augen-Make-up-Video, das Superhelden-Nageldesign mit Sternchen auf dem Daumen und metallisch lila, metallisch türkis. Ich hoffe, euch gefällt. Es ist wieder etwas Auffälligeres und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, ihr Lieben. Macht's gut. Die rechte Hand ist schon fertig. Wir machen jetzt zusammen noch schnell die linke. Das geht wirklich schnell, weil ich habe den Lack schon aufgetragen, weil das könnt ihr ja, da seht ihr ja nichts Neues. Und zwar einmal von P2 aus der Hello Sunshine LE Orchid. Die sind wirklich total schön. Ihr seht das ja, die glänzen total super. Und selbst nach 2 Tagen, nach 3, hat sich dieser Glanz noch nicht verflüchtigt. Falls ihr die noch bekommt, schaut da mal danach. Die Limited Edition ist eigentlich gerade aktuell. Und der türkise Lack auf dem Zeigefinger und auf dem Daumen, der wirklich knallt ohne Ende, ist Waterfall. Auch aus der Hello Sunshine von P2. Ich habe die gerade letzte Woche gekauft, also wenn ihr Glück habt, dürfte es die noch geben. Die habe ich, wie gesagt, schon aufgetragen. Den lilan auf die drei Finger und den türkisen auf Zeigefinger und Daumen. Wirklich sehr superheldenhaft. Also ihr fühlt euch damit wirklich wow. Ich glaube, das liegt an der Farbe und an diesem Glanz. Was wir dann machen, ich habe jetzt von jedem 2 Schichten, der ist wirklich super deckend, also 2 Schichten lang aus, ist mit diesem Nail Art Pen von Essence, Silver Star. Der hat nämlich so ein ganz, ganz feines Bürstchen. Hier seht ihr ganz fein, zeichnen wir diese Linien. Das machen wir auf jeden Finger. Ihr streift es aber gut ab, weil da sonst vielleicht eventuell zu viel Farbe dran sein könnte. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ihr was seht. Machen wir eine lange Linie, so eine schräge, von hier in der Mitte bis ganz nach oben. Moment, das war, glaube ich, die Post. Bis gleich. So, nachdem jetzt die Post geklingelt hat, geht es weiter. Ich bin jetzt so schnell gerannt, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht ist sie jetzt weg, bis ich oben bin, dass ich fast meine Hose beim Laufen verloren hätte, die Jeans, weil die ist ein bisschen groß. Auf jeden Fall war es, glaube ich, ein sehr lustiger Anblick, vor allem, weil meine Fingernägel ja noch nicht ganz trocken sind. Also es war sehr lustig. Auf jeden Fall habe ich euch ja jetzt schon gezeigt, wie ihr mit dem Tip Painter hier von Essence diesen Strich hier zieht, einfach von der Mitte hier nach oben. Und den anderen, den ziehen wir einfach von hier der Mitte nach oben hin, einfach hier zur Ecke. Wenn ihr das nämlich so rummacht, dann geht das leichter, als wenn ihr den so runterzieht und dann nicht wisst, wo ihr stoppt. Also ich habe das Gefühl, wenn man das jetzt in die entgegengesetzte Richtung macht, geht das einfach leichter. Ihr könnt euch natürlich aussuchen, wie dick eure Striche werden. Das ist, glaube ich, Geschmackssache. Manchmal gelingt mir einer nicht so ganz und dann mache ich ihn dicker und besser ihn aus. So sieht das dann aus. Das machen wir jetzt bei den anderen Nägeln einfach auch nochmal. Da der Pinsel sehr dünn ist, ist da natürlich nicht immer sehr viel Farbe drauf und ihr müsst öfter mal ins Fläschchen gehen und nachstreifen. Also ihr fangt wieder hier neben an und zieht das so schräg nach oben. Und dann geht ihr einfach hier von der entgegengesetzten Richtung nach oben in eure Nagelecke. Und dieses Silber ist wirklich auch, das ist wieder Nagellack von P2. Also total auffällig. Und man musste einfach die ganze Zeit hinstarren. Ich habe da wirklich so ein Superheldengefühl. So, und das machen wir jetzt hier. Jetzt seht ihr, jetzt hatte ich zu viel auf dem Nagel. Jetzt ist der Streifen ein bisschen dicker. Aber das macht nichts. Also muss ja nicht immer perfekt sein. So, ich mache am Zeigefinger genau dasselbe. Der nach oben, das geht eigentlich recht schnell. Und jetzt machen wir das noch schnell am Daumen. Also einfach hier in der Mitte anfangen, nach oben ziehen. Und einfach hier nochmal so die
obere Ecke. Und den Strich ziehe ich meistens immer so bis zur Nagelmitte. So, das war jetzt der erste Schritt. Ich lasse es gerade nur kurz eine kleine Weile antrocknen. Das trocknet sehr schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. So, was wir jetzt noch machen, sind die Sternchen aufbringen auf diesen Daumennagel. Dazu habe ich hier so ein, ja, eine kleine Auswahl und hier sind die Sterne drin. Das Ganze habe ich von der lieben Lünni geschenkt bekommen. Ich glaube aber, das gibt es bei Teddy. Da werde ich sie nochmal fragen müssen. Dann nehme ich jetzt 3 Stück raus, beziehungsweise dürfen auch ein paar mehr sein. Manchmal fliegt hier eins runter und lege das hier auf die Mitte drauf. Und dann nehme ich den durchsichtigen Klarlack und streiche das Pinselchen gut ab. Und mache hier so 3 Punkte hin, wo ich die hinhaben möchte. Es soll so eine Art Halbkreis werden, wo ihr das dann aufbringen könnt. So. Dann nehme ich die einfach mit dem Zeigefinger auf und lege die auf die Punkte drauf. Drück das Ganze dann ein bisschen fest. So. Und der letzte kommt, na, wo ist es denn? Hier hin. So, ja gut, ist nicht komplett ein Halbkreis geworden. Da kann man natürlich dann noch ein bisschen umschieben. So. So sieht das dann aus. Und damit das Ganze auch hält, nehmen wir nochmal den Klarlack. Und pinseln da großzügig drüber, um die Sternchen zu versiegeln, damit die nicht wieder abfallen. So, und die anderen Finger, die machen wir auch mit Klarlack. Hier habe ich das ja schon am Daumen gemacht. Gehen wir einfach drüber. Damit der Nagellack einfach länger hält, weil wenn ihr euch schon die Mühe macht, so ein Design zu machen, dann soll es ja länger als einen Tag oder 2 Tage halten. So, ich denke, das mit dem Klarlack muss ich euch nicht weiter zeigen. Das kriegt ihr alle hin. Und das war's schon. So sieht das dann aus. Ja, das ist mein Superhelden-Nageldesign. Ich hoffe, euch gefällt es und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.